Wer raucht, gefährdet seine Gesundheit. Um Kinder und Jugendliche vor dem Risiko zu schützen, sind laut Gesetz Zigaretten erst ab 18 Jahren erlaubt. Lukas ist 10. Auf Qualmen hat er keinen Bock. Ich finde Rauchen doof, weil davon kann man Krebs kriegen und früher sterben. Ich finde es richtig, dass man unter 18 nicht rauchen darf, weil einem unter 18 wahrscheinlich noch nicht klar ist, was passieren kann. Wir machen mit Lukas den Test. Wir wollen wissen, ob Erwachsene einschreiten, wenn er für uns zur Kippe greift. Wirklich an der Zigarette ziehen wird Lukas aber nicht. Seine Mutter Claudia ist eingeweiht. Ihr werden wir später das gedrehte Material zeigen. Die Reaktion, die ich mir wünschen würde, wäre natürlich, dass jemand auf ihn zugeht und ihm sagt, dass es falsch ist, ihm die Zigaretten vielleicht wegnimmt oder auch mit ihm schimpft. Der Test beginnt. Lukas steckt sich eine Kippe in den Mund und versucht, sie anzuzünden. Mit versteckter Kamera beobachten wir, wie Passanten auf den 10-Jährigen reagieren. Alle schauen hin, aber keiner unternimmt was. Wir geben uns zu erkennen und stellen einen der Passanten zur Rede. Ja, heutzutage weiß man noch was mit der Jugend haben. Anfangen soll, also wirklich. Und wieso dann wegschauen, statt irgendwas tun? Also er hat sich ja nicht angezündet, er hat es nur probiert, oder? Schämen Sie sich ein bisschen im Nachhinein? Ja, irgendwie schon, ja. Ich hätte schon was sagen sollen, ja. Keiner hindert Lukas am Rauchen. Auch dieses Pärchen auf der benachbarten Bank schaut ihm lieber zu, anstatt etwas zu sagen. Die Reaktion von Mutter Claudia. Das ist ja unglaublich, die sitzen ihm da jetzt direkt gegenüber und die reagieren überhaupt nicht. Die gucken noch schön zu. Freuen sich noch bald drüber. Oh, das ist echt traurig. Wir konfrontieren das Pärchen. Wieso kommt es, dass sie wegsehen, anstatt irgendwas zu unternehmen? Warum soll ich reagieren? Das können auch andere machen, oder nicht? Muss doch jeder wissen, was er macht. Sie wissen aber schon, dass in Deutschland Rauchen erst ab 18 gesetzlich erlaubt ist. Ich weiß. Spätestens vielleicht, wenn er es angehabt hätte oder so, hätte ich mal was gesagt. Aber er stand halt so hilflos da und hat es halt nicht angekriegt. Na, warum soll ich noch was sagen? Ignorieren statt eingreifen, so die Haltung der meisten Passanten. Doch es gibt auch jemanden, der Lukas den Marsch bläst. Rauchen? Hast du denn mal alle Tassen im Schrank oder wie? Ja. Warum machst du das? Deswegen. Super. Steck die mal ganz schön weg. Hast du noch mehr von den Dingern oder muss ich dir die abnehmen oder was? Ja. Das freut mich wirklich, dass da jemand die Initiative ergriffen hat und da auch mit ihm schimpft und ihm sagt, dass das nicht in Ordnung ist. Finde ich toll. Wir wollen wissen, was den Mann bewegt, so zu handeln. Ich hätte ihm die Schachtel abgenommen. Also der muss seine Gesundheit nicht mit sowas ruinieren. Was halten Sie von Leuten, die wirklich weggesehen haben? Ist schwach irgendwo. Wir setzen noch einen drauf. Diesmal soll Lukas Passanten ansprechen und sie um Feuer für seine Zigarette bitten. Hallo, könnte ich mal Feuer für eine Zigarette haben? Du willst doch nicht etwa rauchen? Doch. Oh, nee. Ehrlich? Ja. Wie alt bist denn du? Ja, 12. Also, Mensch, gib dein Geld lieber für was anderes aus. Wir möchten von der Dame wissen, warum sie Lukas kein Feuer gegeben hat. Das war noch viel zu klein ist zum Rauchen. Wie kommt es, dass Sie nicht weggesehen haben oder geholfen haben, sondern genau das Gegenteil gemacht haben? Das ist eine gute Frage, weil ich selber Kinder habe und ich bin der Meinung, dass sie in dem Alter nicht rauchen sollten. Jedes Jahr sterben rund 100.000 Deutsche an den direkten Folgen des Rauchens. Lukas bittet den nächsten Passanten um Feuer. Nee, also ich gebe dir bestimmt kein Feuer, selbst wenn ich welches hätte. Tut mir leid. Ja? Echt jetzt? Du darfst ja nicht rauchen. Also, geh einfach weiter. Ja, sonst hole ich Polizei. Habe ich selber Kinder. Ich habe auch sehr früh angefangen zu rauchen. Also vor 16. Und ja, es ist schwer aufzuhören. Ich habe auch eine Vorbildfunktion, um das so zu nennen, also und Verantwortung. Aber sind andere Erwachsene auch so verantwortungsvoll? In unserem Auftrag soll Lukas nun Passanten um eine Kippe bitten. Und zur Erinnerung, Abgabe von Zigaretten an unter 18-Jährige ist gesetzlich verboten. Kann ich eine Zigarette haben? Willst du mich verarschen? Warum? Guck mal, wie alt du bist. Ja, und? Hättest du mich nach einem Bonbon gefragt, hätte ich selbst dann hätte deine Mutter gesagt, nee, machst du nicht. Wie alt bist du? Ich? Ja. Ich bin 10. Ja. Also, was? Kauf dir mal eine Kaugummi-Zigarette. Das bedeutet, du darfst nicht rauchen, oder? Ja. Hat Lukas bei Jüngeren vielleicht mehr Glück? Fehlanzeige. Auch von ihnen bekommt der 10-Jährige keine Zigarette. Damit hat Mutter Claudia nicht gerechnet.
Bei den jungen Rauchern, die ihn jetzt abgelehnt haben, da hätte ich schon mitgerechnet, dass gerade die ihm die Zigarette geben, weil sie selber noch jung sind und wahrscheinlich auch schon heimlich oder irgendwann angefangen haben zu rauchen. Und da hätte ich nicht gedacht, dass sie ihn da nicht unterstützen. Ob jung oder alt, Lukas hat nicht eine Zigarette ergattern können. Und wenn, hätte er sie nicht geraucht. Unser Test ist beendet. Lukas zieht Bilanz. Ich bin positiv überrascht, dass alle mir nichts gegeben haben und mir auch halbwegs erklären wollten, dass man es nicht macht und dass das so nicht geht. Statt zu rauchen macht Lukas lieber Sport. Das ist auch viel gesünder. Apropos, ab Mitte Mai müssen in Deutschland Zigarettenpackungen mit Schockfotos versehen werden, um vor den Gefahren des Rauchens zu warnen. Das ist halt schwer für mich auch, dass sie jetzt meinen Mann mitgenommen haben, obwohl ich schwanger bin im 8. Monat. Was soll ich denn alleine mit dem Kind machen? Also ich will nicht, dass meine Tochter jetzt großgezogen wird, alleine ohne Vater, und wir sind gerade mal 8 Monate verheiratet.